Servus Leute, was geht? Euer Thomas am Start mit dem neuen Gameplay Commentary. Heute spielen wir Herrschaft auf Grind, eine DLC-Map. Und ich habe den Peacekeeper dabei, die CLC-Waffe. Mit Griff und Schalldämpfer, glaube ich. Und ja. Der Host meinte ja, er müsse Dashboard gehen, wenn ich ein Orbi habe. Und deswegen habe ich nicht das ganze Gameplay. Und da bin ich noch schön während dem Orbi hässlich verreckt von dem Auto. Und ja. Deswegen seht ihr hier nur einen Anfang von der ersten Hälfte, Ende von der ersten Hälfte und die komplette zweite Hälfte. Das Ganze ist auf Grind erspielt und ja, mein heutiges Thema wird das DLC selber sein. Denn ich habe mir gedacht, wenn ich es mir schon geholt habe, kann ich ja meine Meinung dazu sagen und es euch empfehlen. Ja, ich empfehle es euch auf jeden Fall. Also gut, es waren ja vier neue Maps dabei, eine Zombie-Map, ein neuer Zombie-Modus, wo man selber der Zombie ist und der Peacekeeper, die Waffe eben. Und muss sagen, die vier Maps haben mich positiv überrascht, weil sie einfach richtig geil sind. Vom Layout her alle eigentlich richtig geil. Also muss man denen mal Respekt zollen dafür, dass sie das alles schon entwickelt haben und aus dem Spiel entfernt haben, damit wir denen nochmal das Geld in den Arsch blasen können. Haben sie sich wenigstens Mühe dafür gegeben. Also schon mal ein positiver Punkt, nicht wie bei MB3. Die vier Maps. Es sind Grind, die ihr gerade im Hintergrund seht, dann Mirage in der Wüste Gobi. Die Map ist eigentlich ziemlich gut, bloß gibt es halt ein paar Spots, wo man ein bisschen campen kann, die man aber auch leicht aushebeln kann. Und von dem Flag Balancing her, also von den Flaggen, wo die platziert sind, ist es in Herrschaft richtig gut gemacht, finde ich, weil es viele Möglichkeiten gibt, auf die Flaggen zuzulaufen und ja, dann gibt's noch Hydro. Hydro ist auf einem Wasserstaudamm und da ist meine Begeisterung bei der Map, hält sich in Grenzen, die ist schon in Ordnung, aber wie gesagt, ich bin ja immer der Meinung, es ist nicht das Spiel gewesen, was MW3 kaputt gemacht, das Spiel an sich, sondern die Spieler, weil sie so scheiße gespielt haben. Und wenn die auf Hydro nicht so behindert rumcampen würden, hier laufe ich vom Gegner weg, weil ich Schiss habe, ja. Ich bin eine richtige Pussy geworden. Wenn die sich nicht so behindert vercampen würden, teilweise auf Hydro, was halt möglich ist, weil es so zwei solche Häuser gibt wie auf Hijacked. Ich nenne es jetzt mal Häuser. Und da campen sie halt richtig ab. Und ja, das macht die Map für mich eigentlich kaputt und das finde ich richtig schade, weil es macht mir einfach dann keinen Spaß, wenn die da oben rumgammeln einfach nur und warten oder oh, der schaut schon seine Waffe raus. Jetzt steht der Thomas auf, weil er B gesichert hat und ja, ich snipe ihn mit der XP, ja, am besten auch zweimal daneben schießen, der V-Mann. Ja, ich liebe es einfach nur. Gut, dann gibt's noch Downhill nach meinem Rage hier. Ich möchte euch ja sagen, wie ich das DLC wende. Downhill, ist für mich die geilste Map. Also das Layout ist einfach nur geil. Es ist in den französischen Alpen, ja, im Skigebiet Rhône. Und ja, vom Layout her ist halt eine Schneemap. Und ich feiere Schneemaps allgemein, für die, die es nicht wissen. Ich habe Bad Company 2 als ersten Shooter gehabt auf der Konsole. Und ich habe Schneemaps geliebt einfach nur. Ich fand sie geil. Und es ist eine Schneemap vom... Es ist eben... Es ist, die ist einfach perfekt gebalanced, ja, man kann rechts und links rum auf Close Range auf jeden Fall gut mit den SMGs gehen, aber auch mit dem Peacekeeper oder dem Sturmgewehr über die Mitte bei B kann man auf jeden Fall oder auch gut wegholen, aber das Problem ist halt, es gibt wieder ein paar Fensterchen, wo man halt eben drecksmördermäßig fett campen kann, wenn man Lust drauf hat, mit einem Barbecue-Grill, also dem Wächter und dem Geschütz und ja. Aber an sich eine richtig geile Map. Gut, dann der Peacekeeper. Ja, der Peacekeeper ist unbeschreiblich. Also ich finde ihn richtig gut. Ich weiß nicht, was manche haben. Manche finden ihn scheiße. Manche vergleichen ihn mit der Vector. Und die Vector ist um einige schlechter in meinen Augen. Die Peacekeeper ist eine SMG mit dem Schaden eines Sturmgewehrs. Und bevor jetzt alle rumholen, they're overpowered. Die Feuerrate ist dafür niedriger. Die niedrigste von den MPs insgesamt und auch dafür nimmt halt die Damage auf der Reichweite nicht so sehr ab und das ist halt vor allem deswegen macht's die Waffe auf Midrange ganz gut und
auch ihre Präzision tut ihr Übriges auf Midrange. Also die Waffe finde ich einfach richtig geil und man sieht auch, dass das DLC vielleicht ein bisschen drauf die Karten so ausgesucht würden, damit die mit dem Peacekeeper gut Hand in Hand gehen, weil man mit dem Peacekeeper auf der Map gut spielen kann. So, ich wollte mich noch bedanken für den Push, den ich vom PSN Zocker bekommen habe. PSN Zocker AD, sein Channel wird in der Beschreibung verlinkt. Er macht auch ganz gute Videos und er hat mich gepusht, weil ich ihn getroffen habe und ich finde, er ist ein korrekter Typ. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und hier ist noch die Auflösung zu meinem Video. Ihr könnt lachen, feiert mich einfach nur, wie behindert ich hier sterbe. Dislike oder Like liegt ganz bei euch. Dislike bitte begründen. Ich würde mich über ein Abo freuen und haut da rein, Leute. Bis bald.